So, ich erlaube jetzt meiner Kamerafrau hier, mir das erste Mal in den Schritt zu filmen. Film mal dahin. Ich bin wichtig. Game over, man. Hallo, grüßt euch, Leute. Hier ist der Filmelf. Heute im Nürnberger Osthafen. Hinter mir befindet sich die MS Franconia. Könnt ihr ganz leicht schummrig sehen. Dieses wunderschön rot beleuchtete Dampfschiff. Dort findet heute die Aquaruption statt. Zum zweiten Mal, wie beim letzten Mal auch ausverkauft. Eine Silvesterfeier mit ziemlich guten Metalbands. Unter anderem Stormhammer, Insanity, Meloko. Und als Main Act, wer hätte das gedacht, Gravedigger. Die werden wir uns heute angucken. Wir werden einen richtig geilen Silvesterabend verbringen. Und ich werde euch einfach mal zeigen, was hier so alles abgeht. Kommt einfach mal mit. Aus. Ja. Was haben Sie hier drauf für eine Funktion? Gar keine Funktion. Ach so, einfach aus genau demselben Grund wie all die Wüstlinge. Nee. Ich muss auf Sie aufpassen, damit mein Schiff heil bleibt. So, wir sind hier mit dem Herrn Walter Sitzer, dem Besitzer von der MS Franconia auf der Aquaruption 2. Und ja, wie kommen Sie damit zurecht, dass hier haufenweise übel aussehende Mettler ihr Schiff stürmen und dort eine richtig schicke Party feiern? Letztes Jahr, Silvester, haben wir das erste Mal diese Veranstaltung gemacht. Ich habe jetzt zum Metal keinen direkten Zugang und bin aber erstaunt gewesen, wie ordentlich und diszipliniert sich die Gäste verhalten haben. Und so war nach einem erfolgreichen ersten Jahr die zweite Metalfahrt dieses Jahr schnell zugesagt. Ah. Also kann man sagen, der Schein trügt, wie es die Medien manchmal darstellen von den bösen Jungs? Auf jeden Fall. Das Durchschnittsalter ist ja auch höher. Wir haben in diesem laufenden Jahr mit einem Veranstalter aus Gerolzhofen 3 Techno-Partys gehabt an verschiedenen Orten in der Saison. Die Kinder sind 20 Jahre jünger im Durchschnitt. Ja. Und da sah es am Ende der Fahrt anders aus, als es heute Abend sein wird oder morgen früh sein wird. Also können Sie da quasi grünes Licht dafür geben? Ich meine, die Veranstaltung ist doch nicht zu Ende. Aber wir haben noch nicht mal richtig angefangen, genau. Ja, eben. Aber da können Sie quasi grünes Licht dafür geben, dass das vielleicht zu einem alljährlichen Event. Das kann sie machen. Von mir aus kann sie auch in der Saison nochmal dazwischen eine Veranstaltung machen. Also während der Sommersaison ist es schwer, weil wir das ganze Schiff ausgeräumt haben. Aber jetzt zum Beispiel in diesem Jahr Ostern ist sehr früh oder im Oktober. Das wären die Zeiten, also von Oktober bis Ende April, Mitte April. Da kann das Schiff gerne für solche Aktivitäten genutzt werden. Aber so an sich kann man abschließend das Wort sagen, sind Sie gänzlich zufrieden mit dem, wie es hier eigentlich abläuft, mit der gesamten Veranstaltung? Ja, der Silvesterabend ist natürlich vom Preis her auch etwas teurer. Ja. Der Aufwand auch für uns größer. Wir sind 150 Kilometer leer gefahren. Mhm. Das Schiff liegt wintertags in Volkach. Und müssen dann auch wieder 150 Kilometer zurück. Da brauchen wir 2 Tage dafür. Man kann jetzt nachts nicht so lange fahren, weil Nebel und Dunst da ist. Aber das lohnt sich für uns. Wie gesagt, jederzeit gerne. Oder auch wenn andere Veranstalter sich interessieren, das muss jetzt nicht Metal-Musik sein, da kann Rock sein, kann Techno sein, ja, oder Hip-Hop oder was auch immer.
Aber zu Techno nochmal gesagt, es sind sehr angenehme Gäste im letzten Jahr gewesen und das werden es auch in diesem Jahr sein. Okay. Und einige haben die auch schon wiedererkannt. Okay. Aber das muss wohl an Anzug und Krawatte liegen. So, liebe Freunde, ja. Bei Ashes of Sorrow wird Fanliebe noch groß geschrieben. Ihr wird noch selber signiert auf den CDs. Er will es so. Leute, wie fühlt ihr euch hier auf dem Schiff? Sehr geil. Super. Super Stimmung. Obwohl wir als erstes gespielt haben. Perfekt. Ja, ich meine, als Opener habt ihr auch ein paar Coversongs gespielt. Zwei, Sau rein. Zwei. Sau rein. Dankeschön. Fand ich Bombe. Danke. Ja, bauen wir immer ins Set mit ein, paar Coversongs, ja. Okay. Und wie ist euer Gefühl hier so drauf? Ich meine, auf dem Schiff zu spielen, ist was anderes als auf der Stage. Ehrlich gesagt, ich hab's noch nicht bemerkt. Also während dem Spielen habe ich es nicht gemerkt. Jetzt ein bisschen, ja. Okay, werdet mir die Zehnkant, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute. Dankeschön. Und das sind Ashes of Sorrow. Meine Damen und Herren, hier haben wir den Sänger von der Band Insanity, die heute hier auf der Metal Ruction 2 spielen. Den treffe ich ja gerade beim Rauchen. Das Scheißhauslicht trifft perfekt drauf. Er sagt, er ist der Schönste aus der Band. Das sieht man auch, oder? Okay, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin voller Vorfreude, was uns heute erwartet. Ist mal was anderes auf dem Schiff. Und auch auf einem kleinen Schiff, was ich grundsätzlich geil finde. Also wenn man jetzt mal so von Full Metal Cruise absieht. Oder von den 70,000 Tons of Metal. Hat auch seinen Charakter, denke ich mal, aber das ist hier nochmal was anderes. Dann Silvester, ja. Jahresabschluss, unser letztes Konzert heute für dieses Jahr. Und was ganz wichtig ist, unser letztes Konzert von unserer Tour, von unserem Debütalbum Gates of Insanity. Wir sind gerade im Studio und nehmen ein neues Album auf. Das kommt im März, April raus. Allgemein das Line-Up hier. Wie fühlt sich es da an für euch, quasi im Vorprogramm von solchen Größen wie Gravedigger zu spielen? Das ist schon cool. Ne? Also es ist halt auch so, dass viele Leute, boah, ihr spielt mit Gravedigger, wie geil ist das denn? Ja. Das ist ein cooles Gefühl. Mhm. Aber nichtsdestotrotz geht es mir halt hauptsächlich erstmal darum zu spielen, live zu spielen, vor Leuten. Ein Vorteil hat diese Sache hier, im Gegensatz zu kleinen Clubs, wo wir sonst spielen, die Leute können nicht wegrennen. Sondern die sind alle auf dem Schiff. Die sind halt auch mehr oder minder gezwungen, sich die Bands hier und da anzugucken. Deswegen denke ich halt auch, dass man ein größeres Publikum hat vor der Bühne. Und gerade für mich als Sänger ist das halt auch nicht unwichtig, um halt mit dem Publikum zu interagieren. Wenn da nur zwei Leute stehen, ist es halt schwieriger, als wenn da natürlich. 50 oder 100 stehen, je nachdem. Ne? Ich war ja vorhin unten schon mal bei dem Bühnenbereich. Und ich finde es eigentlich ziemlich geil, wenn es so ein Rundum-Ding ist. Ne? Also egal, wo ihr euch platziert, man kann euch von jeder Seite beobachten. Ja, das ist ein neues Gefühl, ein ungutes Gefühl, weil man muss sich halt umstellen. Ne? Halt auch als Sänger, du kannst halt nicht immer nur frontal das Publikum nehmen, sondern du musst halt auch irgendwo die Seiten abdecken, ne? Weil das Publikum will dich ja auch im Grunde genommen in Aktion sehen. Richtig. Da muss man halt umdenken, das hat man vorher nicht trainiert, da ist man vorher nicht drauf vorbereitet gewesen, das muss man halt jetzt einfach so umsetzen. Was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass halt der Bühnenbereich vorne relativ klein gehalten ist, was zum Vorteil hat, dass du es schneller gefüllt hast. Und dann ist es für mich als Sänger auch wieder einfacher, ne? Mit den Leuten zu arbeiten. Wir hoffen, dass viele Leute dabei sind unten und sich das angucken. Mhm. Ich hoffe auch ihr. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mit dabei sein. Ich werde das auch alles schön mit aufzeichnen bei euch. Und ich glaube, die Motoren starten gerade. Ja, wir sind live dabei, wie das Schiff jetzt losfährt. Es geht rund.
Das Porkor Festival. Es wird gefistet. Es wird gefistet. Blöd. Was ist für dein Eintritt? Also wie läuft es dann immer ganz genau ab, wenn du da in dein Festival willst? Es war ein Abdruck von meinem gegipsten Arsch, ja? Wo jeder das richtig hineinfiltern musste, bevor er sein Bändle überbekommen hat. Ah. Also du fistest rein, dann geh ich her mit dem Bändle. Ah. Sehr schön anzusehen. Und dann bist du quasi, hast du dein Bändle für das Porkor Festival? Porkor Festival! Oh. Festival! We tried it! Und was hast du da für Fans gehabt? Unter anderem Ashes of Sorrow! Ashes of Sorrow! Oder meinst du Ashes of Sorrow? Ashes of Sorrow! When you live in time, you don't feel alive. Self-realize, you gotta fall down. 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 Right. Down of the dirt, this is salvation, and I'm in solar cups. Frustration, face down in the dirt, this is salvation, remember solar cups. Frustration, go, 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 you gotta fucking believe me. And I say, go, 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 then it's up to yourself. Face down in the dirt, this is salvation, remember solar cups. We set our shield. Through the black door of steel, we are heavy metal, but the fire's set to blaze, cheering up the flame. The feet are burning in our chest. When the little force of hell, supplied with magic spell, won't tell. Elemental force was strong.
Hier haben wir die Ersatzband Azurica. Ist das richtig ausgesprochen? Azurica. Azurica. Space Chaser haben ja abgesagt, ja, kurzfristig. Und wie kommt es, dass ihr innerhalb von einem Tag eigentlich jetzt hier doch auftreten könnt? Weil wir gestern Nachmittag gefragt wurden und dann haben wir halt zugesagt. Das ist natürlich die sinnvollste Antwort. Ja. Nee, ich meine, viele Leute haben ja Silvester eigentlich schon Planung mit Familie und Freunde eventuell. Ja. Ist eigentlich ziemlich schwer, die gesamte Band dann zusammenzutrommeln, zu sagen, so Leute, scheißt auf euer Familienfest quasi, lasst uns da auftreten. Nein, weil bei uns die Regel einfach ist, wenn es ein wichtiger Auftritt ist, dann steht das quasi drüber. Die Familie hinten dran, also die beiden Gitarristen hatten auch was geplant für heute eigentlich, okay, und haben es jetzt absagen müssen. Aber ja, das nenne ich einfach mal konsequent. Also ja, ich habe es heute auch erst über Facebook erfahren, habe auch ein bisschen reingehört. Finde ich super. Schön, danke. Hat sich bisher verdammt gut angehört. Ich habe leider nur Zeit gehabt, so zwei, drei Songs durchzuhören. Frag mich nicht mehr welche, das war alles über Soundcloud. Ich frage gar nicht, ihr spielt ja direkt nach Gravedigger eigentlich. Ja. Wie fühlt sich das an? Cool. Absolut geil. Ich meine, nicht viele Leute können sagen, vor uns hat Gravedigger gespielt. Normal wäre es andersrum. Ja, eben. So, normalerweise ist man immer die Vorband oder so und dann, ja, wir spielen nach den Headliner. Hallo, das ist doch geil. Nice. Okay. Ist wirklich schön. Wir haben ja nur leider unsere Keyboarderin nicht dabei, weil die krank ist. Die liegt mit der Lungenentzündung zu Hause im Bett und kann halt wirklich absolut nicht irgendwie mitkommen, weil ansonsten hätten wir sie auch halbtot hier hingeschleppt, aber geht leider gar nicht. Wäre fatal gewesen. Keine gute Idee, sowas. Von daher, heute leider ohne Keyboard, aber mit Sicherheit trotzdem gut. Okay, cool, dann freue ich mich auch später auf euch. Und ja, seid gespannt auf Azurica. Gleich mal. What do you want from me? To me, the reason why I'm here.